Battle Life ist angesagt. Aber nicht jeder kriegt was. In diesem Jahr präsentieren wir meine Krähen. Ungewöhnlich viele Jungkrähen. Es besteht aber nun nicht zu befürchten, dass sich ihre Population unmäßig vermehrt. Schon im Verlauf eines Jahres werden sie bis auf wenige Tiere dezimiert sein. Fehlt ihnen doch die Erfahrung der Alttiere. Das Opfer eines Hundes. Es ist weniger die natürliche Dezimierung als unser Straßenverkehr, dem sie zu Opfer fallen. Ich selbst bekomme in meinem Umgang mit ihnen immer wieder den Vorwurf zu hören, ich gehe nicht artgerecht mit ihnen um. Und die Ergebnisse meiner Beobachtungen werden gar als Sufismus bezeichnet. Oi, Frechdachs. Wogegen die Ergebnisse aus Laborbeobachtungen wohl eher als seriös betrachtet werden. Dagegen möchte ich doch argumentieren, dass all meine Versuche und Beobachtungen in freier Natur stattfinden. Und ohne Zwang. Guck mal da. Guck. Und die Behauptung, ich würde die Tiere füttern, kann ich so auch nicht stehen lassen. Meine Tupperdose fasst gerade mal 300 Gramm. Bei bis zu 150 Vögeln kann sich ein jeder ausrechnen, dass dieses kaum zum Überleben dieser Tiere reichen würde. Ihre Intelligenz lässt ihnen einfach den Freiraum, zu mir zu kommen, weil sie bei mir Kurzweil finden. Es macht ihnen auch einfach Spaß, Objekte zu öffnen, wo sie doch ihr Futter viel leichter im Grabe finden können. Diese intelligenten Tiere wollen geradezu gefordert werden. Je komplizierter die Aufgabe, desto intensiver widmen sie sich ihr. Pass auf, du. Am erstaunlichsten aber ist für mich ihre Ausdauer. Egal, wie schwierig die Aufgabe ist, die ich ihnen stelle. Sie bekommen ihre Beute. Rotzfrech, du.